So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und der Strich ist reich besiedelt. Wie man hier sieht, heute reges Treiben. Es ist 11.02 Uhr. Alle sind in der App, außer der Ramses. Der will nämlich wieder seinen Spezialtrick anwenden. Warten, bis 11 Uhr alle die Geschenke geöffnet haben. Oder wenn nachts einer Geschenke geöffnet hat. Dass ich jetzt reingehe, schnell aufs Glücksei rüber switch, Glücksei anmache. Und falls wirklich jemand heute früh um 6 geöffnet hat, ich habe nämlich gestern Abend wirklich jedem, der nur noch eine Interaktion gebraucht hat, ein Geschenk geschickt. Und manche, die machen ja dann direkt danach auf. Manche, die machen mitten in der Nacht auf, manche machen frühs auf. Und damit wir die alle jetzt beim C-Day, beim Level-Up mit reinnehmen können, habe ich die App seitdem wirklich ausgelassen. Jetzt hängt es wieder. So, wir switchen jetzt rüber auf das. Nein! Jetzt wird es spannend, das wegdrücken, rüber, zack. Und wir wählen aus das Glücksei, eins haben wir nämlich noch. Werfen das jetzt rein und alle Aufstiege, die vor um 11 getätigt worden sind, müssten jetzt trotzdem mit Glücksei dazu zählen. Das ist nämlich der Trick, den ich immer anwende. 11.15 Uhr werde ich dann die Leute, die nicht geöffnet haben, bis dahin selber aufmachen. Und dann gucken wir mal, was heute alles reinkommt. Da ist zum Beispiel schon der Bodenflitzer 1. Aber ich will jetzt hier nicht rumstehen, die wollen sich ja alle bewegen. Deswegen laufen wir einfach mal los. Das mache ich als extra Video, nur mit den Freundschaftsaufstiegen. Hier ist überall Wasser drauf. Auf der Brille auch, sehr schön. Einmal extra wegen den Freundschaftsaufstiegen und danach gibt es das richtige C-Day-Video. So, der Ramses ist nämlich schlau oder auch nicht. Er hat jetzt eine Viertelstunde gewartet. Jetzt ist es schon 11.16 Uhr und in der ganzen Zeit hat er noch kein einziges Pokémon gefangen. Noch nichts gemacht, einfach nur gewartet. Immer noch mit dem Bodenflitzer auf dem Display. Mann, warum müssen denn jetzt so viele Autos hier rumfahren? Er hat sich nämlich gedacht, wenn er wartet bis Viertel, haben bestimmt schon alle ihre Geschenke geöffnet und wir können gleich am Stück die ganzen Leute anzeigen, die aufgestiegen sind. Beziehungsweise wer jetzt Viertel noch nicht geöffnet hat, den öffne ich jetzt. Ich glaube, das habe ich vorhin alles schon mal erklärt, aber ich rede ja immer gern alles doppelt und dreifach. Deswegen gehen wir mal auf. Machen wir das jetzt. Wir gucken erst mal an, wer aufgestiegen ist. Ist jetzt egal. Also haben die Leute noch ein bisschen Zeit aufzusteigen. Da haben wir noch den Benny. 200.000 beste Freunde. So, den drücken wir wieder weg. Oh, ein Bummels. Och Mann, jetzt hat mir der Lars Börmer, der schickt mir schon zum fünften Mal eine Freundschaftsanfrage. Fini, Hyperfreunde, auch aufgestiegen. Sackträder 77, auch Hyperfreunde, auch aufgestiegen. Bester Name auf jeden Fall. Burmi wurde aus der Arena gestoßen. Isamu Nightmare, Hyperfreunde, auch 100.000. Nehmen wir auch mit. Mango ist Helal, 100.000. Hyperfreunde. Duskdop 200.000. Beste Freunde. Da sitzt ein Kanimani. Angel, beste Freunde. Das drücken wir mal kurz an. Nur für Nismo, nichts. Also fliehen wir wieder. So. Gucken mal weiter. Jense 303, beste Freunde, 200.000. Loffi 17, beste Freunde, 200.000. Martin XXX, 200.000, auch beste Freunde. Snack die Bohne, Hyperfreunde, 100.000. King Lavados 80, Hyperfreunde, 100.000. Faustball Basti, auch Hyperfreunde, nochmal 100.000 dazu. Da sitzt ein Kindwurm. Das können wir gleich nochmal andrücken. Jetzt ist eh oben angezeigt, aber leider kein Shiny. Wir gehen wieder zurück. Dominik XP, Hyperfreunde, 100.000. Jurine 2K19, wie beim WWE-Spiel, Hyperfreunde, 100.000. Carissima, beste Freunde, 200.000. Nehmen wir alles mit. Burmi braucht Aufmerksamkeit. Nehmen wir auch mit. Shiny Love, 100.000. Hyperfreunde. Was für ein Shiny? Flemli. Flemli, okay. Mirko, beste Freunde, nochmal 200.000. Shiny Flemli hinter uns. Kurfürst, 69. Hyperfreunde, 100.000. Nicer Dicer, 100.000. Hyperfreunde. Marshmallow, Fluff, beste Freunde, 200.000. Ihr seht, das hört heute gar nicht mehr auf. Ben 0304, beste Freunde, 200.000. Dulli Squad, 200.000.
beste Freunde. Attic 200.000 beste Freunde. Ich hätte eigentlich mal gucken müssen, wie viel ich davor habe und wie viel danach. King Zapdos Baby 100.000. Der hat seine Accounts ja so ähnlich wie beim Ivar. Da gibt's Baby, da gibt's Junior, da gibt's alles Mögliche. So, das war's vielleicht. Vielleicht noch nicht. Da sitzt noch ein Bummels, das drücken wir auch mal kurz an. Leider nichts. Ziemlich ungewöhnlich heute, auf jeden Fall habe ich ja gesammelt. Und wenn jetzt nichts mehr kommt, gehen wir nämlich rein, öffnen die, die noch nicht geöffnet haben. Und ja, zeigen die dann auch noch. Solange könnte man... Flemly? Shiny Sandwich, hab das gehört. Man könnte hier ja auch mal ein Lokmodul zünden zwischendurch. Machen wir mal kurz hier. Dann gehen wir rein, öffnen die anderen noch, die noch nicht geöffnet haben. Und dann können wir irgendwann mit dem richtigen C-Day anfangen und auch mal effektiv fangen und irgendwas machen. Mann, das ist mir jetzt hier zu kompliziert, ne? Arm stirbt auch gleich schon wieder ab. Wir melden uns gleich zurück, wir machen jetzt die Geschenke auf und gucken, wer noch aufgestiegen ist. Gut, jetzt wollte ich gerade rausgehen. Wir stehen immer noch hier an derselben Stelle. Ihr seht, heute geht es überhaupt nicht voran. Nächster Hyperfreund, Lena, HBN, ne? Auch Hyperfreunde, auch aufgestiegen. Wir drehen einfach mal hier einen Stop für zwischendurch. 7 Tage, wunderbar. Das Kindwurm drücken wir noch kurz an. Vielleicht kommen dann so lange noch ein paar rein. Kein shiny Kindwurm. Ist aber nicht schlimm, denn Janis, beste Freunde, 200.000. Ich habe immer noch kein Geschenk geöffnet. Das sind immer noch die anderen. Den schiebt man mal wieder weg. Anvilande, 100.000. Dem habe ich vorhin noch Bescheid gesagt. Kennt ihr noch den Envil? Schreibt es mal in die Kommentare. Auch Hyperfreunde natürlich. Hier kann man noch ein Lokmodul anmachen. Richtiges Chaos heute auf jeden Fall. Hier drehen wir nochmal. Das schiebt man wieder weg. Gucken, ob noch einer reinkommt. Sieht ruhig aus. Ich glaube, jetzt können wir es probieren, dass wir die anderen öffnen, die noch nicht geöffnet haben, und melden uns trotzdem gleich zurück. Okay, der Codebruder rastet richtig aus heute. Schon wieder shiny Bummels, ne? Also, der kriegt ja eins nach dem anderen. Wir sind jetzt endlich fertig. Es ist gleich 11.30 Uhr. Ich habe immer noch nichts gefangen, noch nichts gemacht. Guck mal, 4 Kanimanis. Ne, das eine ist ein Hydropi. Wir sind aber jetzt immer noch aufgestiegen mit Laserlasse 16. Grüße gehen raus, mit dem habe ich gestern noch geschrieben. Beste Freunde auf jeden Fall. Das sind jetzt die letzten, die alle hier reinkommen. Nägelmon, der shiny Nägelmon, den kennt ihr doch aus Thema. Beste Freunde, 200.000. Better go home. Ja, bei dem Wetter, ne? Sollte man das wirklich mal überlegen. Hyperfreunde, 100.000. Was haben wir noch? Bodi 197, 100.000. Hyperfreunde. Komm, seid durch. Dori, Amy, Hyperfreunde, 100.000. Und gleich können wir anfangen zu spielen. Happy Dudes, Hyperfreunde, 100.000. Ich glaube, hinter mir kommt ein Auto. Ibims Helmut, 100.000. Hyperfreunde, richtig genial. Oma 66, Hyperfreunde, die darf nicht fehlen. Die gehört bestimmt zum Helmut, ne? Was ist hier? Schnell. Papa Kai Rules, ne? Papa Kai Rules, Hyperfreunde, nochmal 100.000. Ich habe gesehen, 2 Stück könnten noch aufsteigen. Die müssen aber öffnen, von denen habe ich nichts. Gucken, ob die das noch schaffen. Obwohl, mein Glück sei ich eh gleich um. Siren sei, Hyperfreunde, 100.000. To a Hypnos, was ist das? Quiekel, shiny Quiekel. Beim Fischi. Da haben wir auch shiny Quiekel. Film mal kurz drauf. Mit einer goldenen Himbeere. 219 WP. Das ist bestimmt dasselbe bei euch beiden. Ihr seht schon schön Handschuhe mit Touch, ne? Dass man auch die Quiekel fangen kann. Jetzt hat sich es aufgehangen. Oh mein Gott, was ist das? Am besten App neu starten und dann gucken, ob es noch da ist. To a Hypnos, wie gesagt, Hyperfreunde, nochmal 100.000 und ich hoffe, wir sind jetzt gleich durch, dass wir endlich anfangen können. Tippen wir das Kindwurm hier noch an. Nichts, braucht man nicht, können wir wieder zurück. Wenn jetzt nichts weiter kommt, würde ich sagen, war's das. Jetzt haben wir wirklich fast die ganze halbe Stunde gebraucht mit dem Ei, um die Freunde durchzuprügeln, durchzuboxen, alles Mögliche. Hier können wir nochmal ein Modul anmachen. Irgendwie sind keine Module an. Wo sind denn die Leute hin, die sonst immer die Module zünden? Das war's von meiner Seite aus.
mit den Freundschaftsaufstiegen. Die versuche ich heute am Samstag noch hochzuladen als Extra-Video. Wir werden jetzt den C-Day noch ordentlich spielen im Regen, ne? Denk dran, immer kurze Hose am Start, Digga, damit es auch nicht so warm wird beim Laufen. Und ja, das seht ihr dann am Sonntag. Und Sonntag machen wir vielleicht, oder ich, nochmal, was ich dann am Montag hochlade. Vielen Dank an alle natürlich, die da mitgemacht haben, die da geöffnet haben, wo das alles geklappt hat. Sehr gute Sache. Ich muss nochmal zusammenrechnen, was mit den anderen zwei restlichen passiert, weiß ich nicht. Glücksei habe ich jetzt auch nicht mehr. Dann fliegen die halt so oben raus, ohne was. Wir laufen jetzt hier hoch. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.